Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von mir. Heute soll es mal um eine kleine Campinglampe gehen. Ich zeige es euch mal um die Runde hier. Ist natürlich direkt aus China bzw. über Amazon. Ist eine Pop-up-Lampe, also wir können die so aufdrehen. Hier sehen wir mal noch, dass das ein Solarmodul hat mit einer 3-Watt-LED. Machen wir mal so. Hier der Input-Output. Hier die Solarzelle. Und da 3 Watt LED. Wir haben ja eine Lithium-Ionen-Zelle drin, eine einzige mit 1200 mA mit 3,7 Volt. Geladen wird das Ganze ungefähr 2,5 Stunden lang. Und ansonsten 100% oder 50% eben die Lichtintensität. Die ist gerade mal 85 x 130 mm. Und zusammengeklappt ist sie dann bloß noch 85 x 53 mm. So, machen wir das Ganze mal jetzt auf. Da kommt es als allererstes erstmal ein Ladekabel entgegen. Dann haben wir hier die Anleitung drin. Ich denke mal, die braucht man nicht unbedingt. Und an sich die Lampe im zusammengeklappten Zustand. Machen wir jetzt allererstes mal die Folie ab, denn die, wie man sehen kann, ist hier drauf. Und die ziehen wir jetzt einmal runter. Ah, die ist aber stramm. Die ist straff drauf. So, dann haben wir hier einen Henkel, um die irgendwo anzuhängen. Und hier die Lampe, Ein- und Ausschalter. Und dann hier den Ein- und Ausschalter für die Lampe an sich. Da haben wir hier 50% und hier haben wir das SOS oder irgendwie so, müsste das sein. Und dann ist sie aus. Wenn wir jetzt das Ding so drehen, springt sie auf und dann können wir halt anmachen, zweite Stufe. Da sehe ich, in der Kamera flackert das schon. Naja, okay. Ja. Das ist im Prinzip auch schon alles. Jetzt hänge ich sie noch auf und zeige euch das mal ganz kurz. Hier oben ist der Haken für mein Zelt. Da hänge ich die Lampe jetzt einfach so ein. Und dann bammelt sie. Schönes Ding. Und eins auf jeden Fall noch, man kann sie auch als Powerbank benutzen, denn sie hat ja einen Eingang und einen Ausgang. Mal gucken, ob ich das so hinkriege hier. In dem Zustand wird sie bereits auch schon geladen, das sieht man jetzt an der Lampe, die da leuchtet. Und wir haben eben, wie gesagt, den Ein- und Ausgang. Und wenn wir hier oben was anschließen, dann können wir das Ding wiederum als Powerbank benutzen. Allerdings sind 1200 mA nicht so wirklich viel, somit würde ich sagen, ja, also es ist halt ein Notpowerbank, kann man sagen. Aber an sich ein sehr schönes Produkt. Ich finde das ziemlich gut. Das macht auch das Zelt extremst hell. Und mir gefällt sie sehr gut. Ich glaube, unter 10 Euro hat sie gekostet, circa. Die Lampe ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, bin ich raus für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, Kommentar, ein Abo und die Glocke aktivieren, um eben keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich darf Danke sagen fürs Zusehen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.